Moin Moin Leute, Alex, wie immer hier, willkommen zu einer weiteren Runde. Oldschool Zombies, heute in Black Ops 3, Shadows of Evil ist angesagt, Boys und Girls und alles andere auch, also jeder fühlt sich hier willkommen. Ja, ich mache heute mal Shadows of Evil Solo für euch. Eine Map, die habe ich ebenfalls so gut wie noch gar nicht gebracht auf den Kanal, weil das Easter Egg komplett auch nicht abschließbar ist, zumindest in Solo. Aber ich mache einfach alle Steps bis zu dem letzten Step. Also eigentlich alle schweren Steps. Also Leute, ich würde sagen, wir huschen direkt rein. Die allererste Map in Black Ops 3 wird jetzt gespielt. Von daher, Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Wenn euch das gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst auch ein kostenloses Abo da. Klickt einfach nur einmal kurz so, ne? Dann habt ihr Abo da gelassen. Kuss. Da sind wir auf Shadows of Evil. Nicht wundern, Leute, die RK5 ist am Start. Das Rundensymbol ist auch an einer anderen Stelle. Ich habe einen Mod an. Nicht jetzt, dass ihr wieder denkt, ich schumme mich hier durch. Aber ich habe einen Mod an, damit ich Kaugummis offline nutzen kann, weil ein bisschen doof, ohne Kaugummis immer zu spielen. Erst recht, wenn es Easter Eggs angeht, die ich ansonsten noch nicht gemacht habe. Da dachte ich mir, das wird auf jeden Fall nicht schaden, das wird euch hoffentlich nicht stören. Aber ja, ich hätte ansonsten ja auch online eigentlich gespielt. Sogar auf ganz klassisch hier musst du noch 500 Punkte zahlen, um an die Gubblegum-Maschine zu gehen. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, Free Shopping. Shopping Free meinte ich natürlich. Ich mache da ein paar Türen auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt den da hinten noch aufkriege, kann ich mich alle drei Rituale jetzt schon machen, glaube ich. Wäre natürlich super. Ich weiß nicht, warum hier jetzt so eine Anime-Musik drin ist. Na komm, ran hier. Yes, very nice. Kann ich hier schon mal den Weg frei machen? Kann mir hier schon mal das holen und... Ah, die geht leider nicht mehr. Aber es ist ein super Fortschritt für Runde 1 im Endeffekt. Kann ich schon mal ordentlich Schildteile zusammensuchen und die ganzen Rituale auch gleich machen und vielleicht sogar mit der Seilbahn noch fahren. Ich hätte noch mal in die Kiste gehen müssen, an den Kaugummi-Automaten. Dann hätte ich vielleicht noch mal was Gutes rausbekommen. Ja, da ist Schildteil, schon mal Nummer 1. Dann versuche ich mal den Beast-Modus anzumachen und hier rauf zu jumpen. Noch nicht. Jawohl. Yes. Noch mit denen kaputt. Kann man hier hinten schon mal ein Ritualding mitnehmen. Und hier hinten auch noch ein. Yes, wir haben sogar noch mehrere Beast-Modus für die gesamte Runde übrig. Sehr perfekt. Haben wir schon mal den Summoning Key. Das erste Ding. Dann haben wir die ersten Geister auch mit am Start. Yes, dann haben wir direkt schon für das nächste Ritual alles fertig, glaube ich. Nehme ich schon mal das Teil mit, mache hier hinten schon mal den Spalt auf. So, dann starte ich schon mal Ritual Nummer 1. Ich hätte auch eigentlich das oben machen können, fällt mir gerade ein. Sehr gut. Perfekt, Ritual Nummer 1 ist durch. Du kriegst halt immer Punkte pro Ritual. Das kann auch mal ganz, ganz wichtig werden, falls wir noch mal irgendwie eine Tür öffnen müssen. Beziehungsweise, wenn wir eh den Bahnsteig uns kaufen müssen, ist das super praktisch. Und Ritual Nummer 2 startet ebenfalls. Oder ist das hier eigentlich noch kein Ritual? Keine Ahnung. Der Geister-Step startet, der nächste. Are you ready? Ich hoffe es doch. Der ist auch sehr schnell wieder durch. 1000 Punkte haben wir auch zusammen. Wir können gleich noch hoffentlich das dritte Ritual machen. Oh, jetzt gibt's Stress mit dem. Jetzt gibt's Stress. So, mal das hier hinten kaputt. Das hier hinten kaputt. Einmal hoch hier. Das einmal an. Das einmal an. Auch gut zu wissen, dass hier direkt Jugger ist. Oh, jetzt aber Hyper-Rekordgeschwindigkeit, aber... Nein, habe ich nicht erwischt. Nein, das kann nicht wahr sein. Es war so knapp. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Großes Vieh, bitte Mund auf. Ha! Nice, da ist der Markwar down. Wir haben sogar genug Punkte für Jugger, theoretisch. Direkt das Markwar her, um später die Wunderwaffe zu bauen. So, dann kaufe ich mir schon mal Quick Revive für den Notfall. Jetzt, wo wir eigentlich auch alles gemacht haben, was wir die Runde erledigen können, oder beziehungsweise vieles gemacht haben, was wir erledigen können, werde ich jetzt nochmal mich um die Symbole für das Schwert kümmern. Man kann in auf dieser Map halt sehr, sehr viel in den ersten Runden machen. Soll ich hier gleich pausieren? Yes, das Symbol schreibe ich mir mal auf. So, hier irgendwo ist das zweite Symbol. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, wo. Ist ja fast das gleiche hier. Dann schnappe ich mir hier das dritte und letzte Symbol. Da haben wir noch den Einzelpfeil. Und dann können wir eigentlich direkt in der nächsten Runde schon mit dem Schwert beginnen. Dass wir dafür die Seelen gleich sammeln. Kann ich quasi hier gleich noch in den Beast-Modus reingehen.
So, hol ich kurz den Nuke. Ja, ich aktiviere mal hier den Beast-Modus. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler von der Reihenfolge her. Ich habe das Easter Egg so selten bisher gemacht. 1, 2, 3. Yes. Ich hoffe, ich kann mehr als einen Beast-Modus die Runde aktivieren. Das wäre super praktisch. Would be very nice, very nice. Apoticon Egg kann ich direkt... mache ich gleich da hinten irgendwo rein. Egal! Dann brauche ich jetzt noch ein, zwei Runden, um erstmal Packer Punch aufzumachen. Ja, dann sammle ich einfach schon Kills für mein Schwert hier erstmal. Das ist, glaube ich, die beste Variante jetzt, die wir machen können. Sollte noch in Runde 2 einigermaßen einfach sein, glaube ich. So, sehr gut. Braucht natürlich mehr, ist auch irgendwie verständlich. Somit könnte ich versuchen, hier den Strom anzumachen. Und kann ich das Ritual gleich auch mal machen. Sehr gut, der läuft. Nein, den habe ich nicht mehr erwischt, verdammt. Egal, wir können aber schon das Schild gleich zusammenbauen dann. Na? Perfekt, Ei ist durch. Jetzt habe ich theoretisch noch Kills, die ich eigentlich machen könnte im unteren Bereich. Da haben wir das letzte Teil fürs Schild. Schon mal sehr gut. Schauen wir mal direkt Juggernog. Let's go, Randa. So, Randa, das dritte Ritual wird auch gestartet. Geister wieder unterwegs hier. Mach mal bitte Platz hier für mich, thanks. Komm schon, seh zu, seh zu, seh zu. Nice. Nächstes Ritual ist geschafft. Das sind 3 von 4. Wir machen an sich einen guten Fortschritt, glaube ich. Also es geht vielleicht besser. Ich bin ziemlich sicher, dass es besser geht. Aber es geht auch schlechter, ne? Die Zeit, die ich habe, nutze ich mal und baue mir mal das Schild zusammen. Very nice. Dann habe ich das für mich auch schon mal fertig. Ich könnte zwar noch in die Mitte gehen und da Seelen mitnehmen, aber ich dachte mir, komm, der startet einfach die Runde. Seelen sammeln geht später eh super schnell. Bam. Bam. Das ist an. Jawohl, das ist auch an. Schnell rüber. Was? Den habe ich jetzt nicht erwischt? Wollt ihr mich pränken? Den erwische ich sonst immer. So, gehen wir erstmal das hier. Da habe ich die letzten Geister auch mit am Start. Kann ich gleich den letzten Spalt auch mal öffnen. Ja, nee, die Tür habe ich scheinbar echt nicht erwischt. Tür habe ich nicht erwischt. Geil. Gut, dann mache ich hier einfach mein Ei rein. Leute, mein Ei ist fest drin und dann wird mein Ei jetzt erstmal gefüttert. Ah, sehr gut. In dieser Runde sogar noch durchgespielt. Ja gut, dann kann ich auch warten, bis die nächste Runde startet eigentlich. Runde 5 bricht an. Fortschritt ist so, ne, passt eigentlich erstmal. Wir haben eigentlich alles angefangen, was wir anfangen müssen. Ja gut, ne, ich kann sein, dass es auch mit diesem Mod auch das behoben wurde. Ist ja auch eher ein Glitch anstatt geplante Sache. Das kann ich nochmal anmachen und ich hoffe, ich habe den erwischt. Oh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Na gut, nee. Macht da nicht so viel Sinn irgendwie. Ohne Waffen zu kämpfen jetzt, das macht nicht viel Sinn. Ah, Max Ammo. Mach mal so. Oh, automatisch nachladen ist sogar mit dem Mod drin. Sehr interessant. Sehr schön. Nice. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Letztes Ritual ist fertig. Sehr gut. Alter, holy moly. Ah. 2 von denen. Was? Weg. Oh mein Gott. Egal, wir haben alles durch soweit, wir können punchen. Vorher packe ich noch mein Ei hier rein, dann können wir den dritten Spot auch voll machen. Kann hier schon mal rübergehen, dann müsste sich das eigentlich automatisch öffnen. Yes. Max Ammo. Nein. Sehr gut. Alter, die Großen, die nerven halt richtig. Warum sind das auch 2? Hat er gesagt, ja komm, Brudi. Ich stelle dir direkt 2 von den Viechern zur Verfügung. Geil. Vielen Dank. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, bloß nicht in den Nuke rein. Nice. Sehr gut. Das Ei ist auch voll. Very nice. So, da müsste auch Packer Punch fertig sein. So, dann gehe ich jetzt mal den langen Weg drumherum und schnapp mir unterwegs nochmal hier die Spule, die Sicherung, wie man es auch immer nennen möchte. Und somit das hier kaputt machen.
So, dann mache ich das Ei zum allerletzten Mal irgendwo rein und dann sollte hier hoffentlich alles bald ready sein. Ja, hör durch, please. Kann er nicht schaden, extra Punkte. Ja, gut, nimm mal mit. Hätte ich ein bisschen früher machen sollen, dafür wäre das praktischer gewesen. Aber habe ich echt nicht mehr dran gedacht. Kann ich nach der Runde versuchen, mal ein bisschen an die Kiste ranzugehen? Oh. Death Machine am Start. Yes, ist durch. Ist durch das Ganze hier. Gibt was Gutes. Reggie, immerhin. So, dann mache ich das mal hier rein und schnappe das Schwert direkt. Perfekt, da haben wir das Schwert schon mal geschafft. So, einmal bretsche ich hier rein. Muss ich hier gleich nochmal rangehen? Yes. Komm hier, sei durch. Zieh zu. Sehr gut, jetzt kann ich punchen. Gerade schon gewundert, was hier los ist, du. Sehr gut, haben wir schon mal eine gepunchte Waffe am Start. Das ist sehr gut für den nächsten Step nämlich. So, hier hast du einmal mein Schwert-Medium. Und dann kann ich mich um das Upgrade schon mal kümmern. Ich weiß, ob ich hier noch irgendwas machen musste. Ich glaube, hier irgendwas mit dem Buch später. Aber es war jetzt noch nicht der Fall. So, aber ich kann hier schon mal den Step starten. Jetzt müsste ich eigentlich 3 Markwas als Gegner haben. Entspannt, sehr entspannt. Mund auf. Danke. Komm, Maul auf. Junge, Maul auf! Danke. Das war der erste. Das erste von, ich glaube, 4 Bereichen haben wir jetzt nochmal gemacht. Los! Komm ran. Da haben wir schon mal einen. Noch ein Kopf ist weg. Noch einer ist weg. Mund auf. Nice. Nächster, please. Oh, wunderschöner Mund. Dann haben wir den, glaube ich, auch geschafft. Kann ich hier schon mal aufmachen? Ich glaube, das ist das Maximale, was die sein können von der Größe her. Und dann kriegen wir auch direkt den Markwar-Arm raus. Den Tentakel. Schnappe ich mir auch nochmal Speed-Cola. Und dann haben wir erstmal 4 Perks am Start. Ich weiß nicht, ob es hier Perk-Limit gibt. Ich gehe immer stark davon aus. Ah. So. Oh, direkt die Boys am Start. Habe ich schon mal Köpfe kaputt geballert? Ich schwöre dir, wenn ich komme, dann werden Köpfe rollen oder explodieren oder so, ja. Das war doch schon ein bisschen knapp. Das war echt ein bisschen knapp. Zu knapp. Noch ein Markwar. Auf die Bootlegger habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und auf die Argus noch weniger. So, habe ich auch die letzte Sicherung direkt schon mal mitgenommen. Aber auch den Wärterschützer oder Wächter. Ja, ich denke, keine Ahnung, wie der heißt. Dieser komische Schütze halt, ne? Der Typ, der da hingerufen werden kann. Oh, komm. Okay, Teddy. Kill ich die beiden mal und mache erstmal weiter mit den Steps dann einfach. So, kann ich das hier schon mal starten? Ist auch eine Spinnenrunde dazu, so Fliegedingerrunde halt. Ist mal relativ schnell erledigt. Oh, die Bälle muss ich achten. Vielleicht ein Teil für mich dabei, weil dann kann ich gleich die Wunderwaffe bauen. Das wäre super. Super geil, Junge. Aua. Ich bin jetzt gekillt. Oh, Junge, drop doch mal ein Teil für mich. War schon der letzte. Och, die droppen irgendwie nie Teile, die Assis. So, wie schaut's hier aus? Habe ich alle Kills gesammelt? Scheint durch zu sein. Das Upgrade scheint tatsächlich durch zu sein, Leute. So, hier kriegst du einmal mein Schwert. Und ich krieg deins zurück, oder wie? Ich mal abchecken, wie hier die ganzen Schritte nochmal gehen. Oh mein Gott. Sail. Ne, was will der Geist jetzt noch? Kann man noch irgendwas mit dem machen? Hallo? Geht hier was? Ja, nichts drücken. Was willst du von mir? Irgendwas musste ich mit dem machen. Ich weiß nicht mehr was. Ach, keine Ahnung, du. Ich hau jetzt erstmal ab hier. Wenn die Flagge unten ist, weiß ich, ne? Habe ich richtig gemacht. Sehr gut. Ja, tatsächlich, die Flagge ist unten. Ich check mal kurz, ob ich ein Perk-Limit hab. Ja, Perk-Limit haben wir hier auch. Ah. Das war falsch geklickt. Ich wollte hier eigentlich rangehen. Ich hole mir mal die HVK einfach von der Wand. Weil das eigentlich eine gute Waffe ist, so.
Kann ich punchen, kann ich mir Munition verkaufen am Ende. Die Manowar ist natürlich auch schmackhaft. Aber die hier kann ich einfach von der Wand easy nachkaufen. So, einmal die Waffe hier rein. Holy. Untotenwanderung. Ich versuche das einfach mal für den Step. Ich weiß nicht, ob das funktioniert wegen diesen Bällen. Aber eigentlich müssen sie ja alle langsam sein. Außer die zählen halt einfach nicht als Zombie dazu. Was gerade so aussieht. Cool. Protector offline, weil ich die Sicherung noch nicht eingelegt habe. Geil. Komm, komm, komm. Ah. Junge. Mach das diesmal so. Die Wunderwaffe wäre so wichtig für diesen Step hier. So, Zivilschützer gerufen. Nice. Alter. So, hier mal durch so langsam, bitte. Alter. Jawohl. Oh mein Gott, Digga, was ist jetzt hier los? Danke. Alter. Muss ich mir hier so Angst machen, du? Ein hier. Weg. Weg. Oh. Komm hier, komm, komm, komm. Ich bräuchte halt unbedingt auch Anis, aber jetzt habe ich die Wunderwaffe gleich. Ich einfach die HVK behalten. Nice. So, dann geht's einmal nach oben. Ich hoffe, das war richtig. Ich hoffe, das war richtig. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt in den Guide. Hab ich ihn? Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Very nice, very nice. I am very zufrieden. So, da wäre er schon abgeschlossen. Hier ist noch Max Ammo am Start. Kuss. So, dann baue ich hier mal schnell die Wunderwaffe zusammen und schnapp mir die anstatt der Shotgun. So, Blast Furnace habe ich hier drauf. Dann schnapp ich mir die hier wieder. Protector ranholen. Einmal so, Falle hier aktiviert. Oh, was? Da ist ein Biggie. Ah! Muss das jetzt sein? Während dieser Aufgabe? Weg. Macht dann ein Biggie mitten in dieser Aufgabe hier. Du das Note. Lass mich durch. Du Assi, Alter. Oh, Death Machine. Nimmt man gerne mit. Rein hier. Digga, warum kann ich jetzt nicht ablegen? Oh, wegen der Death Machine vermutlich. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. So, weg mit dir. Falle kann ich, glaube ich, gar nicht aktivieren. Easy. Komm. Komm. Thanks. Alter. Einmal auf den hier. Einmal so. Oh, nix da. Nix da, nix da, Junge. Hab ich ihn? Hä? Schon wieder gescheitert. Ich glaube, der Große, der Helfer war schon wieder weg. Oh, der Step ist solo echt schwer. Ich habe jetzt auch richtig viel Munition verballert. So. Versuch Nummer 3. Egal, also wie soll ich den denn solo hinkriegen? So, das sollte erstmal ausreichen an Punkten. 1500, ich habe 1000 schon reingepackt. Komm ran. Ja, ist unterwegs, vielen Dank. So, Versuch Nummer 3. 4, keine Ahnung. 5, kann auch sein. Kann auch 6 sein. Jawohl. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Nix da. Ja, Max Ammo diesmal, danke. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das hier noch scheitern kann, aber... Oh Gott. Ja, komm ran. Ja!
Ja! So, dann muss ich nochmal warten, bis ich 2K wieder zusammen habe. Okay, habe ich eigentlich schon wieder zusammen. Dank des Biggies hier vorne. Gut, dann kill ich jetzt nochmal den letzten, wenn er mal so langsam ankommen würde. Und dann kann ich auch weitermachen mit dem dritten Teil der Flagge. Das Flaggending ist echt so ein zähes Thema. Irgendwo ist hier der Typ auch da. Na? Oh, nix da. Ja, schieß bloß in die falsche Richtung, mein Junge. So, perfekt. Max Ammo, wieder nicht. Weiß nicht, ob das random ist oder... Ach, keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung, was hier abgeht mit der Max Ammo. So. Nix da, Alter. No, da kommt er. Jawohl. Junge, der war ja viel, viel einfacher. So, hier, perfekt, Minion, für dich. So. So, ich mal weg hier. Okay, dann muss ich noch auf die nächste Runde warten. Habe ich so einen Purifier bekommen? Bringt er was gegen den? Nee. Geil. Das war ja mal sehr unnötig hier. Das war ja mal richtig unnötig. Erstmal dachte ich, ich kann den Typen killen. Völlig falsch gedacht. Alter. Ah, das kann nicht wahr sein. Ich hasse mein Zweiter Tag. Junge, schieß doch was ab, Junge. Da hast du überhaupt was gemacht? Zivilschützer, mach jetzt was, bitte. Was macht der Typ eigentlich? Was macht der Typ? Ja, danke. Ja, geht doch. Da haben wir eigentlich alles soweit durch, oder, Chat? Muss ich noch irgendwas machen vor dem Finale? Ich kann es eigentlich ins Finale gehen schon. Sobald das Ding jetzt mich schießbar ist. Jetzt, glaube ich. Was? Hat nicht geklappt? Mund auf, Mund auf, Mund auf. Aktuell geht's noch nicht, oder? Wann geht denn das? Oh, da ist extra die Death Machine dabei. Und der macht nichts, Junge! Die Wächter aktivieren, ja, wow, was habe ich letztens verschwendet? Hä, hey, warum ging das denn eben? Oh mein Gott! Junge, warum ist das Easter Egg-Finale so schwer? Hä? Digga, das kannst du ja komplett abhaken, Alter. Geht doch! Oh mein Gott! Oh, Puls von 300 gerade. Ich dachte gerade, ich gehe da und ich habe schon alles rot gesehen. Ja, haben wir nur ungefähr 5000 Kalorien gekostet, dieses Easter Egg. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja, mehr können wir nicht machen in Solo, oder? Mehr geht nicht. Das Easter Egg ist geschafft, 18 Uhr. Ich muss jetzt noch schneiden und noch hochladen. Alles bis hoffentlich vor 21 Uhr. Also wenn ihr das Video auf meinem Hauptkanal seht, kommentiert mal mit 187 Fragezeichen in den Kommentaren. Dann weiß ich hier, dass die alle Leute dabei waren. Durchgängig dabei waren, treu sind. Das war ein spannendes Easter Egg, du. Ich werde aber noch die anderen Easter Eggs machen die nächsten Tage. Ich werde diese Easter Egg Runs, glaube ich, auch einfach on-stream machen. Ansonsten ist das so viel Zeit, die dabei drauf geht immer. Das ist jetzt mein dritter Anlauf gewesen. Quasi 3 Stunden Aufnahme für ein Video, wo ich am Ende 3 Stunden nochmal beim Schnitt, oder hoffentlich nicht so lange, aber 2 Stunden bestimmt im Schnitt sitze.